ganz unkonventionell hat Irmgard Gries ihre Kandidatur für die Bundespräsidentenwahl im nächsten Jahr bekannt gegeben. In einem 4 Minuten langen Internetvideo auf YouTube. Die ehemalige Leiterin der Hypo-Untersuchungskommission und Präsidentin des Obersten Gerichtshofs macht sich für eine Politik der klaren Worte stark. Als Bundespräsidentin stehe ich für eine Sprache, die nicht zudeckt, sondern aufdeckt. Die nicht einlullt, sondern aufrüttelt. Die nicht hetzt, sondern versöhnt. Gries wird als parteiunabhängige Kandidatin antreten.